Menschen in der breiten Masse darauf anspreche, wissen sie gar nicht, dass es um Menschenschutz geht. Sie denken, das hat irgendwas mit Daten zu tun. Die Menschen sind sehr daran interessiert, sicher zu sein. Sie haben aber nicht immer die Informationen, die notwendig sind, was Sicherheit ist. Wenn ich einen Polizisten mit einem Maschinengewehr in einem Münchner Flughafen rumlaufen sehe, fühle ich mich unsicher. Das ist mein inneres Gefühl. Das geht auch allen anderen Menschen so, auch wenn es ihnen nicht bewusst ist. Und die Polizei mir dann auf Nachfrage sagt, ja, die Menschen würden sich dann sicherer fühlen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht bei Videoüberwachung und das stimmt auch nicht bei dem Maschinengewehr. Also ich möchte das nicht trennen, zumal der Staat immer mehr dazu geht, sich den Daten, die Private angesammelt haben, als sich einfach zu bedienen. Ich glaube, dass die größere Gefahr immer noch bei den Konzernen, also den Großkonzernen liegt, weil die sehr zentralistisch arbeiten, auch nicht auf ein Staatsgebiet beschränkt. Aber das, was unsere Regierung auch macht an Datensammelgesetzen, also das BND-Gesetz, was jetzt eingebracht wurde, oder das Antiterrorpaket oder sowas Brutales wie die Vorratsdatenspeicherung, das ist auch verabscheuenswürdig und eigentlich ein Verbrechen. Ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Datenverletzung und zwar, weil es mir Spaß macht, weil ich es klasse finde, was man einfach durch sowas einfach, dass ich einen elektrischen Strom in Einsen und Null einteile und daraus mir Codierungen erstelle, was ich damit alles treiben kann. Aber ich habe eben auch gelernt, wie wichtig es ist, über Risiken nachzudenken. Und das ist ein großer Vorteil, den wir hier in diesem Land haben, dass wir so denken. Wenn wir das auf der Ebene machen, wir müssen es vorantreiben. Und ich hoffe, dass bei allem, was ich tue, es darum, also wirklich klar wird, ich will das vorantreiben, aber ich will es richtig machen und nicht irgendeinen Dreck schaffen, der letztendlich demokratische Gesellschaft, Freiheit, ja, in eine, ja, am wenigsten schlimmsten Technokratie verwandelt, aber wirklich letztendlich Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat abschafft.